Seither ist Wirtschaft Chefsache. Auch die eine oder andere Pleite. Wie bei der Firma Proletarski, die Schiffsschrauben herstellt und sich jetzt nicht mehr über Wasser halten kann. Belegschaft und Manager warten auf Wladimir Putin und auf Hilfe. Er hatte auch der Zementfabrik in der Nachbarschaft geholfen, deren Besitzer die Firma von einem auf den anderen Tag dicht machten, weil ihnen der Profit nicht hoch genug war. Dann kam Putin. Als ich sagte, ich komme hierher, sind sie herumgesprungen wie die Kakerlaken. Mit ihrem Ehrgeiz, ihrer Inkompetenz und ihrem puren Geiz haben sie diese Menschen als Geiseln genommen. Es geht um tausende Leben. Das ist absolut inakzeptabel. Auch wenn sich die Eigentümer nicht einigen können, wird diese Fabrik wieder geöffnet. So oder so. Wir werden das ohne sie machen. Haben alle die Vereinbarung unterschrieben? Deripaska, haben Sie unterschrieben? Ich kann Ihre Unterschrift nicht sehen. Kommen Sie her. Unterschreiben Sie. Hier ist die Vereinbarung. Geben Sie mir meinen Stift zurück.